Hallo, ich bin Madame Filigran und ich habe heute mal wieder ein neues Malen nach Zahlen Projekt dabei. Oder eher gesagt, ein Selbstversuch, weil ich schon so oft gehört habe, ich soll mal was ausprobieren. Und zwar sind das Dotpens. Also statt Pinseln mit Dotpens zu malen. Dotpens sind Stifte, die eine kleine Kugel, eine kleine Eisenkugel vorne haben, anstatt der normalen Mine oder der Feder, wie es zum Beispiel bei Füllern ist. Und damit soll man anscheinend sehr gut malen können. Diese Dotpens kommen eigentlich aus der, ja, Maniküre, wenn man sich die Nägel machen lässt und sich kleine Bilder auf die Nägel malen lässt, dann arbeiten die Leute meistens mit diesen Dotpens. Und ich habe gedacht, ich muss das mal ausprobieren und habe mir auch so ein Set gekauft. So. Im Internet gibt es wirklich ganz, ganz viel Auswahl, besonders bei der Gestaltung der Griffe. Es ist wirklich verrückt, was es da nicht alles gibt. Ganz bunt, lila, grün, türkis. Ich bin jetzt nicht ganz so der Typ dafür, deswegen habe ich mich mal für eine ganz klassische Variante entschieden, und zwar für dieses Dreier-Set hier, was eher so ein bisschen ausschaut wie, ja, entweder Material, was Chirurgen verwenden, oder ja, so ein ganz klassischer Montblanc-Füller. Das sind jetzt hier drei Stifte, zwei in Schwarz, einer in Weiß, und das ist hier so eine Gummioberfläche, damit man es ganz gut angreifen kann. Und ich weiß nicht, wahrscheinlich funktioniert die Kamera nicht. Oh. Jetzt. Seht ihr es? Hat ein bisschen gedauert. Aber der ist halt auch ein bisschen griffig von der Art und Weise, dass man besser den Stift halten kann. Genau. Und diese Stifte haben insgesamt sechs unterschiedlich große Dotpens. Also wenn man mal hier schaut, dann sieht man hier diese, ja, diese kleinen Kugeln obendrauf, und die sind auch unterschiedlich groß. Genau. Zum Vergleich. Das ist der Pinsel, den man mitbekommt beim Malen nach Zahlenbild. Also es ist doch deutlich größer. Genau. Oder ich glaube, der dünnste Pinsel, den ich habe, ist der hier. Und der ist immer noch deutlich größer. Genau, also ich bin sehr, sehr gespannt auch für den Selbstversuch. Ich habe selbst noch nie ausprobiert, also bin ganz gespannt, ob es so funktionieren wird, wie ich denke, ob es einem auch so Spaß macht wie beim Malen. Und ja, lass dich überraschen. So, ich habe jetzt mal eins von meinen aktuellen Bildern rausgenommen. Das ist das Dorfkätzchen. Vielleicht kennt ihr das auch noch von meinem allerersten Video, den Tipps und Tricks für Einsteiger-Video. Falls nicht, verlinke ich das gleich mal in die Kommentare. Genau, ich würde mal hier an der Seite anfangen. Wir haben hier mehrere 16er-Felder. Ich fange einfach mal an mit dem normalen Pinsel, so wie ich das normalerweise mache, damit ich auch noch mal mich ins Gedächtnis rufe, wie das so ist, mit den Pinseln zu malen. So, und ich merke auch gerade, ich könnte auch noch mal hier ein bisschen Licht anmachen. Tada! Dann sieht man auch noch mal besser. Genau, so. Das sind hier jetzt schon relativ kleine Felder, wo man sich mit dem Pinsel doch auch immer wieder schwer tut und die Felder auch deutlich größer malt, als sie eigentlich sind. Aber das ist ja auch manchmal das Nette beim Malen nach Zahlen. Aber ich bin jetzt schon sehr gespannt, wie das jetzt mit den Stiften sein wird. Ich habe sie ja hier. Ich würde mal einfach mit so einer mittleren Größe anfangen. Das ist die Spitze hier. Okay. Also ich gehe mal davon aus, man muss jetzt einfach mit dem Stift in die Farbe. Ja, hat auch ein bisschen Farbe aufgenommen. Und dann kann ich einfach mit dem, wie mit dem Pinsel malen. Hui. Das funktioniert besser als gedacht. Das überrascht mich jetzt wirklich. Und man kann wirklich erstaunlich detailliert die Farbe verteilen. Ich probiere es jetzt nochmal mit dem kleinsten. Also mit dem größten bin ich mir jetzt nicht so sicher. Ich weiß nicht, ob der so viel hilft. Aber hier, das ist der kleinste.
Schauen, ob das dann noch besser funktioniert. Okay, also der kleinste nimmt sehr wenig Farbe auf, aber wow. Mit dem kann man wirklich top, also da top malen die Felder. Das ist wirklich, da geht kein Millimeter raus. Wow. Da bin ich wirklich begeistert. Jetzt habe ich aber doch, hier habe ich noch ein 17er Feld. Wobei ich trotzdem sagen muss, es ist recht hart, damit zu malen, ja, weil im Gegensatz zum Pinsel gibt natürlich dieser Stift hier nicht nach. Man kann die Felder, ich meine, die Felder sind sicher besser ausgemalt. Aber irgendwie ist es auch irgendwie ein bisschen hart. Ich probiere es jetzt nochmal mit einer anderen Farbe. Im Feld. Also das ist wirklich schon eine große Hilfe bei diesen kleinen Feldern. Das ist wirklich super. So, ich gehe mal jetzt noch mal ein bisschen näher, damit ihr auch sehen könnt, wie das genau ausschaut. So, jetzt noch mal ganz, ganz nah. Jetzt sieht man auch, glaube ich, die Felder wirklich im Detail. Hier, ach nee, das war jetzt der Dotpen. Also ihr seht, die Spitze ist wirklich quasi nicht vorhanden. Und das ist die Farbe. Das ist die Farbe jetzt. So, und da gehe ich einfach ganz normal rein. Und dann hat er ein bisschen Farbe drauf. So, und dann haben wir hier ein Sechserfeld. Das ist wirklich, also er nimmt wirklich nicht viel Farbe auf, aber ja, ich glaube, es ist auch mal so ein bisschen, ich mache gerne sehr viel Farbe. Es ist, so wie ich es gehört habe, eigentlich gar nicht notwendig, so viel Farbe zu nehmen, aber ich mache das eigentlich ganz gerne. Aber ihr seht, das Feld ist perfekt ausgemalt. Und es sind normalerweise Felder, wo man ja, sich mit so einem kleinen Pinsel doch deutlich schwerer tut. Auch noch mal den Pinsel. So. Zum Vergleich. Also da sieht man natürlich auch, dass die Spitze vom Pinsel natürlich noch mal deutlich dicker ist. Deswegen ist das auch gar nicht so möglich, aber in der Präzision zu arbeiten. Aber ja, wenn man sich ganz, ganz viel Mühe gibt, dann geht es auch mit dem Pinsel ganz gut. So, das war jetzt schon mal ein kleiner Versuch, Dot-Pinsel gegen Pinsel. Ich muss wirklich sagen, ich hätte es nicht gedacht, dass es wirklich so krass präzise ist, mit diesen Dot-Pens zu malen. Also ich werde es in Zukunft auf jeden Fall für die kleinen Felder benutzen. Ob ich jetzt so ein ganzes Bild mit ihnen male, bin ich mir nicht ganz sicher, weil es irgendwie doch der Pinsel schöner ist, in der Hand zu halten. Also jetzt nicht, dass es unangenehm ist, so zu halten, aber das Malen mit so einem Pinsel, wo die Bürste dann auch noch mal ein bisschen weicher ist, ist dann doch irgendwie schöner. Zumindest für mich. Schreibt mir doch in die Kommentare, ob ihr auch Dot-Pens benutzt. Das würde mich wirklich, wirklich brennend interessieren, was da eure Erfahrungen mit sind und vielleicht auch, welche Dot-Pens ihr am liebsten habt. Weil ich muss ehrlich sagen, ich war jetzt mit der Auswahl ein bisschen überfordert, ja, weil da gab es dann diese Dot-Pens, dann gab es dann auch Dot-Pens, wo hier vorne ein Dot war und hier auf der anderen Seite ein ultra dünner Pinsel, wo ich auch oft gedacht habe, so, oh weia, den benutze ich einmal und dann schaut er ungefähr so aus.
Ja, oder so. Das ist, glaube ich, mein dünnster Pinsel, den ich habe. Den habe ich ein paar Mal benutzt und der ist so dünn, der hat sich sofort verbogen. Deswegen war ich mir gar nicht sicher, ob ich wirklich so dünne Pinsel haben möchte. Aber genau, schreibt es mir einfach in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt. Vergesst nicht, das Video zu liken und meinem Kanal zu folgen. Und dann sehen wir uns das nächste Mal.